Sprachnachricht von Yuri. Hey, im Auktionshaus, in dem Fists Besitz abgewickelt wird, wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Siehst du mal nach? Unauffällig. Ich möchte kein Aufsehen erregen, falls es falscher Alarm war. Fists Haushaltsauflösung. Klingt lustig. Was der Kingpin wohl in seinen Schränken versteckt hatte? Achtung, Einheit. Es wurden Überfälle in der Gegend gemeldet. Bitte nach Madison. Peter, du warst bei der Party plötzlich weg. Ja, ich musste noch ins Labor. Tut mir leid. Schon gut. Ich wollte dir nur sagen, wie viel mir deine Worte bedeutet haben. Ich frage mich immer, womit ich dich verdient habe. Frag dich das nicht. Nach dem Tod meiner Eltern und von Onkel Ben, ohne dich wäre ich so oft aufgeschmissen gewesen. Das beruht auf Gegenseitigkeit, Peter. Ich wollte nur, dass du das weißt. Nee, ich weiß nicht, was... Oh, ich glaube, Mr. Lee braucht mich. Ich muss los. Bis bald, Schatz. Hab dich lieb. Ich dich auch. Ich verliere die Geduld. Wo ist die Akte? Hier ist noch jemand. Sie muss sie haben. Die Masken. Wer sind diese Typen? Hier ist niemand außer uns. Wir werden die Akte finden. Oder du stirbst. Das ist übel. Sie töten sie, wenn sie mich bemerken. Ich muss sie leise ausschalten. Yuri. Der Alarm war echt. Maskierte Schützen und eine Geisel. Sieht nach einem Raubüberfall aus. Verstanden. Ich schicke Einheiten. Sorg dafür, dass die Situation nicht eskaliert. Alles klar. Ich muss leise sein. Die anderen dürfen mich nicht bemerken. Eingesponnen sehen sie irgendwie kuschelig aus. Ich
hoffe, die Typen wollen sich nicht Kingpins Revier unter den Nagel reißen. Ich hatte auf ein ruhiges Wochenende gehofft. Ich sollte ihn von oben einspinnen. Oh, Vorsicht! Du bist jetzt mal ruhig. Da kommt jemand. Sie werden mich hier unten sehen. Nacht. Hey, was ist das? Die gehört definitiv. Keine Bewegung. Kumpel, ein Cent für jedes keine Bewegung und... Hey, Pete. MJ? Was machst du denn hier? Dasselbe wie du. Arbeiten. Zumindest bis eben. Oh, ich glaube, die gehört dir. Ja, danke. Also Robbie schickt dich zu einem Einbruch für den Bugle? Naja, Robbie weiß eigentlich gar nicht, dass ich hier bin. Und vor ein paar Minuten war es auch noch kein Einbruch. Aha. Ich werde es dir erklären. Entschuldigung? Hi, Mary Jane Watson. Ich berichte über Fisks Besitz. Hallo? Craig sagte, wir machen das morgen. Ich bin derzeit gerne voraus. Tja, ich nicht. Sie müssen morgen wiederkommen. Gut. Okay. Tut mir leid. Hey, Craig. Nein, tut mir leid. Wir brauchen wohl doch etwas anderes für unser Cover. Ich weiß nicht, vielleicht das Expressionistische? Wissen Sie was? Ich glaube, heute passt es doch. Sicher? Sie sind hier. Sofort ist immer am besten. Danke. Craig? Vergiss es. Alles gut. Fangen wir an. Sehen Sie sich um und machen Sie sich mit den Objekten vertraut. Ich warte bei der Baku-Statue auf Sie. Alles klar. Fisk hat Peter damit bei ihrem ersten Kampf aufgeschnitten wie ein Würstchen. Pete konnte fliehen, ist halbtot bei mir zusammengebrochen und ich musste ihn mit Dads Auto in die Notaufnahme bringen. Der erste von vielen Auftritten als Schwester MJ. Zu vielen. Manchmal habe ich das Gefühl, als drehe sich die gesamte Weltgeschichte nur um ein paar Jungs, die sich verkleiden, um sich gegenseitig zu verprügeln.
Dieses Bild kann ich nicht ertragen. Zu viel Spannung zwischen den beiden Figuren. Kyoto. So wunderschön. Ein Teil von mir würde am liebsten alles hinwerfen. Sagen Sie, wenn Sie anfangen möchten. Klingt gut. Als erstes ein Knaller. Ein einzigartiger Kakimon Baku. Oh, wunderschön. Ist das ein Mifune? Ganz genau. Mr. Fisk hat einen guten Geschmack. Haben Sie ihn vor seiner Festnahme gut gekannt? In einem beruflichen Kontext. Ich habe viele seiner Verkäufe abgewickelt. Gehen wir doch weiter. Dieses exquisite Stück veranschaulicht den traditionellen Tarashikomi-Tintenklecks-Effekt. Die beiden Nio sind sehr beeindruckend. Kein Wunder, dass Fisk dieses Stück gefallen hat. Das ist sein Stil. Er liebte die Dualität. Der Zerstörer schreit, aber der Schöpfer müht sich im Still. War bei den Verkäufen, die sie abgewickelt haben, jemals etwas illegal? Nein. Nein, natürlich nicht. Nicht, dass ich wüsste. Hier, die filigranen Goldintarsien dieses zeremoniellen Teeservice. Ein Freund beim Bezirksanwalt erwähnte, dass Fisk über Kunstverkäufe gestohlene Waren veräußert. Davon würde ich sicher nichts wissen. Oh, natürlich nicht. Ich frage mich nur, ob Ihnen nach seiner Festnahme im Nachhinein etwas seltsam vorkommt? Wissen Sie was? Meine Zeit wird langsam knapp. Warum machen Sie nicht schon mal das Coverfoto? Als ich meinem Freund gesagt habe, dass ich über Sie berichte, meinte er, Ihr Name käme ihm bekannt vor. Nur das Foto bitte. Stellen Sie sich dahin. Sind Sie sicher, dass Sie mir nichts über Fisks Aktivitäten sagen möchten? Vielleicht ganz im Vertrauen? Ich glaube, Ihre Leser würden sich nicht interessieren für... Verdammt! Warten Sie hier bitte. Ich kann jetzt nicht reingehen, sie würde mich sehen. Oh, Moment! Ich kenne diese Statue. Ich muss ein Foto machen. Die dürfte eigentlich nicht hier sein. Hallo? Craig? Craig, ich rufe Sie zurück. Meine Liebe, ich denke, Sie sollten gehen. Oh, könnte ich kurz die Toilette benutzen? In Ordnung. Folgen Sie mir. Danke. Hier ist es wirklich schön. Ja, und Sie werden diesen Ort nie wiedersehen. Die Damentoilette ist um die Ecke. Beeilen Sie sich. Natürlich. Ich bin sofort wieder da. Hallo, Craig. Komisch, dass Sie anrufen. Weil Ihre Reporterin nicht die Lobeshymnen singt, die wir vereinbart hatten. Nein, sie ist jetzt hier. Ich muss in das Hinterzimmer. Wenn die Statue das ist, was ich denke, wird das eine riesige Story. Was meinen Sie damit, er musste umplanen? Wenn sie nicht Ihre Reporterin ist, wer ist sie dann? Wer ist in meinem Auktionshaus? Oh mein Gott. Nein, ich vertraue Ihnen überhaupt nicht. Als erstes werde ich das Fräulein Enthüllungsjournalistin festnehmen lassen. Ja. Norman Osborn. Was ist das? Teufelsatem. Was ist Teufels... Was zum... Entschuldigung, Sir! Sie dürfen nicht... Yeah. Nicht gut. Wo ist die Statue? Da drin!
Ich wollte gerade zum Ausgang, als ich dich sah. Du hast Glück, dass du noch lebst. Sagt der Kerl, den ich vor 5 Minuten gerettet habe. Hey, wer immer die Typen mit den Masken sind, sie wollen die Akte. Aber ich komme nicht hier raus, solange es hier von diesen Typen wimmelt. Gut, okay. Du versteckst dich da. Ich schalte die bösen Jungs aus und du verschwindest, wenn die Luft rein ist. Hört sich gut an. Schön, dich zu sehen, Pete. Ja, gleichfalls. Obwohl ich mir unser Treffen anders vorgestellt habe. Lustig. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Hat sie ein neues Parfüm? Konzentrier dich, Pete, konzentrier dich. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Muss leise sein. Tun Sie mir nichts. Das war's. Alle. Versteck dich!
Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow, was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Das war ein hartes Training. Ah, sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was hier vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Mix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine... Im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben?
Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge.